Wir sind zurück in der Oberliga in Hamburg. Wir sind zurück in Geesthacht am Silberberg. Herzlich willkommen, hier ist Sportdirekt und Spieltag Nummer 15. In der Tabelle sind Sie keine Nachbarn, aber geografisch eine ganz enge Kiste. Oder Martin? Ja, absolut richtig. Also der Aufsteiger aus Geesthacht gegen die Creme de la Creme, oder man könnte auch sagen, das Real Madrid der Oberliga gegen die TuS Dassendorf. Wir freuen uns auf einen richtigen Fußballknaller. Der Düneberger SV gegen die TuS Dassendorf wünschen viel Spaß und gute Unterhaltung. So, jetzt ist er bei uns, Jan Schönteich von der TuS Dassendorf. Danke, dass du gekommen bist, Jan. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Und zwar, wie ist die heutige Aufgabe? Pflichtsieg oder gefährliches Ding mit Fallhöhe? Ja, beides. Also, Düneberg hat das ein oder andere Spiel zu Hause gewonnen. Die Punkte holen sie hier. Der Platz ist, glaube ich, gut, aber eben auch nur gut, weil er glitschig ist. Also, das will erstmal gespielt sein. Hier sind schon andere auf die Nase gefallen. Und unsere Aufgabe ist, dass uns genau das heute nicht passiert. Also, wir sind sicher hier, um den Dreier mitzunehmen, aber das ist ja grundsätzlich immer so. Ja, und ich wollte mal ansprechen, letzte Saison, 14. Spieltag, da waren übrigens auch 13 Spiele gespielt, 26 Punkte, Tabellenplatz 5. Heute Tabellenplatz 1 mit 30 Punkten. Ist die TuS zurück bei alter Stärke oder ist es ein breiteres Mittelfeld in der Liga dieses Jahr? Also wenn ich erstmal uns betrachte, dann spielen wir eine bessere Hinrunde, als das in der vergangenen Saison der Fall war. Da hatten wir unfassbare Probleme, auch personeller Natur, was gerade mal im Saisonanfang der Fall war. Das ist jetzt sicher besser und das zeigt sich dann auch in den Ergebnissen. Ich glaube, wir sind stabiler. Wir haben eine sehr gute Idee vom Fußball. Thomas hat da einen sehr schönen neuen Wind reingebracht und ich habe das Gefühl, dass wir gut in der Spur sind. Die Oberliga an und für sich halte ich für ausgeglichen und stark. Es gibt keine Selbstgänger. Wir haben auch gegen Türkei verloren. Zum Beispiel. Andere verlieren auch völlig unerwartet oder lassen irgendwo Punkte liegen. Das scheint mir sehr ausgeglichen zu sein, womit man ja nicht unbedingt rechnen musste vor der Saison. Also, dass ein Haxheide auf Platz 4 ist, ziehe ich wirklich jeden Hut, den ich nicht habe. Ja, dann müssen wir natürlich noch zu ansprechen. Dienstag gibt es einen Pokalkracher. Ihr empfangt den FC Teutonia 05. Wie schaut ihr auf Teutonia? Wie schätzt ihr die ein? Ist eine Wundertüte in Sachen Ergebnisse so ein bisschen? Also da beschäftigen wir uns mal ab in 3 Stunden mit. Heute haben wir hier jetzt eine Pflichtaufgabe und ich denke, dass wir uns total fokussieren sollten, hier erstmal den Punktspieldreier mitzunehmen. Das ist ein nicht minder wichtiger Wettbewerb. Natürlich ist das gegen Teutonia ein Highlightspiel für uns, wo wir uns dann alle drauf freuen werden und werden sicher auch unsere Chance suchen. So, ich glaube nicht, dass wir da der Favorit sind. Das ist die einzige Mannschaft, würde ich mal wirklich sagen, in Hamburg, wo ich wirklich sage, ups, die sind aber einen deutlichen Schritt vor uns. Aber an einem Tag auf unserem Rasen wollen wir unsere Chance suchen und ich glaube, das. Ihr werdet es probieren. Wir werden es beobachten. Also, liebe Zuschauer, ich teile es nochmal gerne mit. Dienstag, das ist übrigens Feiertag, 13 Uhr, dann im Lotto-Pokal Hamburg, die TuS Dassendorf empfängt Teutonia 05. Das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Jan, vielen Dank fürs Kommen. Heute viel Glück, Dienstag auch. Danke fürs Interview. Danke. Also wir starten dieses Nachbarschaftsduell, der Tabellenführer zu Gast beim Aufsteiger. Ja, und wir schauen mal auf die Bank von der TuS Dassendorf und da kann man schon neidisch werden, was da für Namen auf der Bank sitzen. Also mit voller Kapelle angerückt und wir haben auch was für Sie, einen ganz besonderen Spieltagstipp. Moin, mein Name ist Torben Dethoff, Filialdirektor der Kreissparkasse in Geesthacht. Und ich wünsche euch natürlich ein richtig geiles Derby. Mein Tipp ist ein 1:1 und viel Spaß am Silberberg. Ja, vielen, vielen Dank für diesen Spieltagstipp. Ein 1:1 kann ich nicht versprechen, aber auf jeden Fall Spaß in Form von Highlights. Und wir beginnen diese Highlights-Show jetzt mal. Die erste kommt vom DSV. Die kommt nämlich, Achtung, hier kommt der Fehlpass von Alschwede und die kommt von Marvin Müller. Feines Ding, aber auch eine Riesentat von Sebastian Kalk,
Der Keeper von der TuS Dassendorf. Und gut zu sehen in der Wiederholung. Nächste Aktion dann mal für die TuS. Eckball und Achtung, plötzlich steht es 1:0. Und wer hat's gemacht? Schauen Sie in der Wiederholung. In der Mitte ist es G.G. Lamm. Hat da den Kopf hingehalten. Und dann steht es 1:0. Sechste Spielminute. Also der Tabellenführer geht ganz früh in Führung hier in diesem Duell. Aber der Düneberger SV zeigte eine Reaktion. Tarik Koskun ist nicht vom Ball zu trennen. Achtung, Koskun! Wieder so ein knappes Ding. Also, der Düneberger SV spielt absolut mit hier in den ersten Minuten in diesem Duell. Ja, sofort Reaktion an der Seitenlinie. Thomas Seliger. So rum und so rum. Verschiedene Wege führen hier nach Rom. Und da draußen gibt es auch ganz, ganz viele Trainer. Achten Sie mal, hier sind zwei und da drüben, da hier ist noch einer. Also ganz viel Taktik auf dem Feld. Aber Dassendorf kam wie die Feuerwehr über rechts. Achtung, und dann kommt Chellington. Und hinten drin ist es Mulak. Der klärt auf der Linie fast hier das 0:2 für die TuS Dassendorf. Und dann die nächste Szene, wieder Chellington. Achtung. Doppelpass Koczynski, jetzt kommt Kurt. Kurt und kommt Hantusch. Der holt die Pranke raus. Wiederholung bitte, weil wunderschöne Parade von Hantusch. Achten Sie drauf. Kurze Distanz, kurzes Eck und dann die Pranke von Arne Hantusch. Sie sehen es im Hintergrund. 45. Minute. Schiedsrichter Thomas Bauer stoppte die Uhr, Halbzeitpause hier, also ein Tor haben wir schon mal gesehen. Es werden noch mehr folgen, aber jetzt erstmal Halbzeitpause und der DSV. Der Aufsteiger ist noch im Spiel. Wir bringen auch jemanden ins Spiel. Jetzt kommen unsere Spieltagspartner. So, vielen, vielen Dank an alle Spieltagspartner, dass Sie mit dabei sind. Ja, und ein kleines Sorry an alle anderen, denen wir leider absagen mussten. Die Nachfrage war riesengroß. Vielen, vielen Dank dafür. Beim nächsten Mal absolut gerne dann mit Ihnen. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit und ich habe Ihnen Tore versprochen. Dann schauen wir mal, wo Sie bleiben. Wir gehen in die erste Aktion und schauen auf Altschwede, der auf den eingewechselten Sven Möller. Dann kommt Koczynski und dann ist es fast Kurt am zweiten Pfosten und der war richtig knapp. Schauen Sie mal drauf. Kurt, Okan Kurt. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. Aber Dassendorf jetzt wirklich mit Vollgas. Lamm fängt hier den Befreiungsschlag ab. Dann kommt Ashton Götz, auch der wurde eingewechselt. Power von der Bank bei der TuS Dassendorf. Wieder Lamm. Um der in die Gasse, um den schnappt sich Braun und dann kommt Kurt. Und Koczynski vollendet diesen Sturmlauf dann mit dem Treffer, mit dem 2:0 für die TuS Dassendorf. Hantusch erst gegen Kurt und dann gegen Koczynski. Chancenlos aus knapp 3 Metern. Also Christoph Koczynski in der 60. Spielminute mit dem 0:2. Ja, und das hat sich André Vingora natürlich anders vorgestellt. Die erste Halbzeit, die war doch so gut. Am besten hätte es wohl keine Pause gegeben. Denn die Pause tat der TuS Dassendorf gut. Achtung, Mulak. Und den Ball schnappt sich Ashton Götz. Ashton Götz auf links. Und jetzt in die Mitte zu Koczynski. Und da kommt Möller. Oh, Riesenchance für Sven Möller. Den platziert er aber nicht mit genug Druck. Glück gehabt hier für den Düneberger SV. Die TuS kam wieder über Strömer. Auch der wurde eingewechselt. Auf Götz, auch der wurde eingewechselt. Und Achtung, ganz hinten ist Maximilian Dietrich. Und auch der wurde eingewechselt. Was für eine Powerbank hat die TuS Dassendorf hier mitgebracht. Ganz spitzer Winkel, Handtuch noch knapp dran. Und dann rollt der Ball über die Linie. Das ist das 0:3 durch Maximilian Dietrich. 78. Minute. Ja, und jetzt kamen 5 richtig dicke Minuten
für den Düneberger SV. Achtung, jetzt kam's dicke. Altschwede, Trümer. Die Kugel raus auf Götz. Und der Ball kommt in die Mitte zu Kurczynski. Und er platziert ihn nicht richtig. Aber er steht einfach frei und kommt da zum Abschluss. Und aus dieser Distanz kein Vorwurf an Hantusch. Den kann er so nicht halten. Also Christoph Kurczynski, 80. Minute. Doppelpack jetzt von ihm. Und das ist ganz klar hier die Vorentscheidung. Das 0:4 für den Tabellenführer. Und einen haben wir noch. Freistoß. Möller und dann gibt es den kleinen Trick, Ashton Götz, perfekte Flanke und diesmal ist er aber richtig platziert. Und zwar wieder von Christoph Kurczynski, schauen Sie mal drauf, läuft da schick ein. Auch der ist unhaltbar, ganz knapp vor dem Tor. Also drei Tore von Christoph Kurczynski, herzlichen Glückwunsch dazu. Jetzt ist es ein 0:5, jetzt ist es aber sowas von richtig deutlich. Kopfschütteln bei André Vengora an der Seitenlinie. Das passt nicht ganz so zur ersten Halbzeit, diese zweite hier. Und das war's auch schon hier von diesem Nachbarschaftsduell. Also die TuS Dassendorf, da gab's großen Applaus auf der Trainerbank. Pflichtaufgabe in Anführungszeichen erledigt. Drei Punkte weiterhin Tabellenführer. Der Düneberger SV muss sich die Punkte woanders holen. In dieser Partie war absolut nichts drin. Für das Schiedsrichtergespann eine entspannte Partie hier. Haben das Spiel super im Griff gehabt. Und wir geben jetzt ab zu den Interviews. Das nächste Heimspiel hier am 11.11. Samstag um 13 Uhr gegen. So, mit mir der Kapitän von Düneberg, Tom. Nachbarschaftsduell in der ersten Halbzeit. Eine knappe Kiste. Wie lautet dein Fazit zum Spiel? Ja, uns war schon klar, oder ich kenne die Jungs ja jetzt mittlerweile 3-4 Jahre, uns war schon klar, dass Fußball eine bessere Mannschaft ist. Aber trotzdem, ich kenne das auch, wenn man als Erster zum Tabellen, also sich vorletzten, drittletzten kommt, dass so ein bisschen die letzten Prozente fehlen. In der ersten Halbzeit waren wir gut dran, in der zweiten Halbzeit haben die Kräfte nachgelassen und dann haben die uns auch 3-4 Dinger noch eingeschränkt. Ne? So ist das Fußball, aber ja, ärgerlich, aber die Punkte waren nicht eingeplant. Ich habe gerade schon gesagt, knappe Kiste in der ersten Halbzeit. Warum konntet ihr in der zweiten Halbzeit an die Leistung nicht anknüpfen? Ich habe ja eben schon gesagt, ein bisschen haben die Kräfte nachgelassen. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch von der Bank 1:1 Qualität, die wir nicht haben. Und dann ist auch ärgerlich, dass wir durch Standards das erste kriegen, zweite Halbzeit. Ein einfacher Fehler, so ist Fußball. Ne? 5-0, vielleicht ein, zwei Tore zu hoch, aber im Großen und Ganzen haben wir zweite Halbzeit chancenlos. Du hast ja, wie wir alle wissen, eine enge Verbindung zu TuS Dassendorf. Wie war es für dich, gegen die alten Kollegen zu spielen? Komisches Gefühl, weil viele Freunde und wenn auf einmal gegen die Jungs spielt, mit denen du 3 Jahre zusammen gekämpft hast um die Meisterschaft, ist schon, da überlegst du zweimal, ob du runtergehst oder ob du doch lieber oben bleibst, gerade weil die Dienstag ein wichtiges Spiel haben und ich so, wie es aussieht, nächstes Jahr wieder zurückgehe. So, ich will ja auch, dass die im Pokal weiterkommen. Trotzdem, ich habe alles gegeben. 90 Minuten waren wir keine Freunde. In der Samenspiel kommen wir zusammen lachen, kühles Getränk trinken. So. Aber 90 Minuten war Fußball, ne? Da gibt es keine Freunde. Danke dir. Dafür nicht. So, jetzt ist der Trainer von der TuS Dassendorf bei mir, Thomas Seliger. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg hier in diesem Nachbarschaftsduell. Erste Halbzeit war ein bisschen knapp, zweite dann deutlicher. Wie fällt das Fazit aus für dich? Wenn wir am Ende 5-0 gewinnen und eigentlich im Großen und Ganzen das Spiel auch im Griff hatten, ist man natürlich zufrieden. Ich finde, es ist nicht immer selbstverständlich, wenn man gegen eine Mannschaft, die vielleicht um den Abstieg oder gegen den Abstieg spielt, dass man da, also man muss solche Gegner auch so annehmen und bearbeiten. Und das ist nicht immer selbstverständlich, dass man auch in der Höhe dann gewinnt. Welche Idee gab es in der Halbzeitpause, dann aus knapp deutlich werden zu lassen? Naja, man muss in solchen Spielen immer geduldig sein. Wir haben die erste Hälfte der ersten Halbzeit haben wir es eigentlich sehr, sehr gut gespielt, sind früh in Führung gegangen und haben das dann so im zweiten Teil der ersten Halbzeit nicht so nach meinen Vorstellungen gespielt. Wir haben Düneberg leben lassen, aber man braucht auch die Geduld und dann am Ende sie auch zu brechen. Und mit dem zweiten Tor ging es dann in die richtige Richtung. Und wenn du dann die Kugel laufen lässt, dann ergibt es sich einfach so, dass du Räume kriegst. Und dann haben wir auch dementsprechend nochmal nachgelegt. Thomas, die Kugel läuft bald schon wieder, nämlich nächsten Dienstag. Wir haben vorhin mit Jan Schönteich gesprochen, der gesagt hat gegen Teutonia, wir werden unser Glück versuchen.
Wie schätzt du den Gegner ein? Ist eine Wundertüte in Sachen Ergebnisse immer mal wieder, Teutonia? Es ist doch mal schön, dass wir mal nicht als Favorit ins Spiel gehen. Also ich kenne Teutonia auch aus meiner Regionalliga-Zeit. Ich habe sie mir auch in diesem Jahr angeguckt. Das ist natürlich eine Top-Mannschaft. Aber wir wissen, wie es im Pokal ist. Ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben eine hohe Qualität in unserem Kader. Und wir werden alles in die Waagschale werfen, um für die Pokalsensation zu sorgen. Weil wir treten ja nicht an, um zu sagen, wir wollen gut mithalten, sondern wir wollen möglichst ins Finale. Und das wollen wir auch gewinnen, weil am Ende ist der Verlierer im Finale auch der erste Verlierer. Also wir werden alles reinhauen, dass es schwer wird und dass wir der Außenseiter sind, ist das eine, aber wir freuen uns drauf. Glückwunsch für heute, viel Glück für Dienstag, danke fürs Interview. Dankeschön, bis dann. Das Nachbarschaftsduell endet mit einem 0:5 für die TuS Dassendorf. Martin, was sagst du zum Spiel? Ja, hätten wir gar nicht so erwartet, wenn wir mal die erste Halbzeit sehen. Da war es eine ziemlich knappe Kiste mit 1:0 für Dassendorf. Wir haben den Trainer eben gehört, also man muss geduldig bleiben. Die TuS Dassendorf ist geduldig geblieben, bleibt Tabellenführer und gewinnt am Ende. Ich finde, verdient auch so in dieser Höhe mit 5:0. Ganz genau, das war's von uns. Bleiben Sie sportlich, bis zum nächsten Mal.